So, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir annektieren jetzt mal noch auf die Schnelle Venedig zu Ende und dann machen wir Krieg mit Mecklenburg. Ne? Das müssen wir, glaube ich, machen. Solange können wir jetzt erstmal warten. Stopp, warte mal. Warum sind. Ne, die Burgen sind alle deaktiviert. Ne? Ja, ich kriege halt immer wieder die Anfrage mit der Staatsehe und so, weil ich das Spiel halt neu starte, ne? Und wenn ich so längere Aufnahmepausen mache, ist jetzt wieder so ein paar Stunden her. Und dann fragt das Spiel halt nochmal, ne? Also es ist halt wirklich so, ne? Venedig hat hier keine konkreten. Hat hier keine konkreten Ansprüche mehr, ne? Ne. Okay, ich bin mal gespannt, was sie so an Schiffen erben. Ich würde auch sagen, wir bauen jetzt mal einfach noch ein paar. Nicht so viele. Aber so eine Spur können wir hier sicherlich gut gebrauchen. Inf und Kaff werden teurer. Schlechtes Eisen. Schade, nicht gut. Wenn du mich fragst, ob ich dich heiraten will, dann machst du da doch bestimmt nur. Warte mal, der Reichsbefreiungskrieg gegen die Pfalz läuft aus. Das ist, weil ich da Mainz befreien kann, ne? Das ist jetzt nicht der wichtigste Krieg, den man hier führen könnte, ne? Ich meine, ich kann Mainz natürlich Provinzen zurückgeben, aber die haben halt auch noch zwei, ne? Wo ist Kleve eigentlich? Warte mal, Friesland hat Meppen. Ey, sag mal, was ist denn hier los? Warum habe ich denn hier keine Hinweise bekommen? Da müssen wir echt mal aufpassen, ne? Ja gut, der läuft 15:11 aus. Bis dahin haben wir Venedig annektiert, ne? Wahrscheinlich habe ich die aus Versehen alle weggeklickt oder so. Ja, hier muss ich auf jeden Fall wieder fordern, dass die Nassau freilassen. Wenn sie es nicht machen, dann Krieg, ne? Ist halt immer doof, dass ich da so auf den Reichsfürsten drauf rumprügeln muss, aber können wir uns ja nicht gefallen lassen, ne? Der Witz ist, glaube ich, wenn ich Krieg gegen die führe und denen dann einfach die Provinzen abnehme, dann sind die nicht so pissig, wie wenn ich ihnen einfach so die Provinzen abfordere, ne? Wobei das halt natürlich für uns gut ist. Weil wir dann natürlich in so einer Situation besser. Moment mal. Ach so, ich muss mal. Ich muss auch mal gerade mein Fenster verschieben. Geht das? Ja, ne? Sorry. Das ist in der Tat sehr bezeichnend. Luca, du Mistratte. Du bist auch so ein Giftzwerg, ne? Ich kann direkt auch gleich verlangen, dass du Florenz wieder freilässt. Muss man gerade gucken. Es wäre nur der Witz, wenn Venedig jetzt als Reichsgebiet zählen würde und dann würde ich da einen Malus draufkriegen. Das tut es aber nicht und das ist gut so. Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir wollen diplomatisch gesehen, wollen wir doch ein paar kaiserliche Aktionen durchführen. Religiöse Einheit erzwingen kriegen wir nicht ein einziges Mal. Momentan. Das ist interessant. Dann können wir uns erstmal am regulären Verbessern von Beziehungen orientieren. Nehmen wir mal Aachen von mir aus. Naja, okay, gut. Florenz zahlt jetzt Geld an Neapel. Will ich jetzt ansonsten. Ich könnte natürlich jetzt hingehen, das Koring abbrechen. Da müsste stehen, wie viel Admin-Macht man zurückbekommt. Weil theoretisch könnten wir das ja jetzt machen, ne? Und dann hätten wir nicht den Trouble, dass wir das Ding da koren müssen. Aber ist okay so. Wir wollen ja auch noch Krieg gegen Neapel führen. Ach du meine Güte, ne? So viel Zeug. Weißer Friede, schön. Du schaffst das nicht, aus der PU freizukommen.
Obwohl England mit ihr im Krieg ist, das ist natürlich ein Ding, ne? Verteidiger des Glaubens, Kriegsgrund gegen Ravensburg, schön. Auslöschung der Ketzerei, Kriegsgrund gegen Ravensburg. Wir haben einen Agent der Osmanen entdeckt. So, und gleich haben wir Venedig drin. Da sind sie. Integration ist ein sehr langsamer Prozess. Wir kriegen 5 Punkte Prestige, das ist lachhaft. Aber wir haben Heiligen Krieg, Kriegsgrund gegenüber den Osmanen. Which I like. Da machst du mal bitte die Söldner raus. Weil die teuer sind. So, und dann konvertieren wir mal ganz schnell hier die Provinzen. Ganz kurz die. Wir haben hier eine Barke. Wir haben immerhin eine Kogge. Und noch eine ganze Menge weiterer Galeeren. Und hier noch eine Barke. Dann werden wir auf jeden Fall noch weitere Schiffe bauen müssen. Wir brauchen auf jeden Fall noch zwei, drei. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens 8, 9 Koggen. Warum brauchen wir die, wenn ich gegen Kreta Krieg führen will? Die haben nämlich ein paar Provinzen da drauf. Dann müssen wir hier auf jeden Fall versuchen. Ja, dann müssen wir da auf jeden Fall versuchen, noch mehr Koggen zu produzieren. Okay. Wir können jetzt unseren Krieg gegen Mecklenburg beginnen. Ich würde bei der Pfalz fast sagen, das wäre natürlich schön, wenn wir hier Mainz wieder rausboxen. Aber wir müssen es nicht machen. Bei Mecklenburg. Da sieht es schon anders aus. Ich meine, die sind halt auch echt expandiert auf Kosten von Brandenburg. Die Frage ist, ob wir das so zulassen können. Ist halt auch die Frage, mit wem du verbündet bist. Braunschweig, Oldenburg und Pommern. Bei Pommern würde ich auch fast sagen, du könntest mal gucken, du könntest mal Berlin zurückgeben. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ich meine, die fingieren ja auch fleißig Ansprüche hier. Wir sind die anderen noch da drin. Oldenburg ist noch mit drin. Oldenburg ist zu vernachlässigen. Also ich könnte Prignitz noch an Potsdam geben und dich wahrscheinlich, ja. Brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Was sind und ich mache mal eine kurze Pause. Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, ich gehe hin und erkläre Ravensburg den Krieg. Und bei Memmingen habe ich das Problem, wenn ich die angreife, kriege ich einen 3er-Stabilitätshit, weil die eine Reichsstadt sind. Das ist natürlich scheiße, ne? Ist bei den also die Reichsstädte können tatsächlich hier so zu Festungen des Protestantismus werden. Das ist mega ekelhaft. Ja. Und ansonsten warten wir erstmal noch ab mit Brabant. Also dann, wir lassen mal hier noch ein bisschen gewähren. Wir lassen mal hier noch ein bisschen gewähren. Wir gucken uns das noch ein bisschen an. Aber sobald die da wieder am Rad drehen, müssen wir dann was unternehmen, ne? Also dann bitte einmal hier Finanzierung der Armee. Und dann greifen wir Ravensburg als erstes mal an. 33% königliche Effizienz bis 1530 Admin-Tech, Diplo-Tech oder Militär-Tech. Ich bin gespannt. Achso, das zeigt mir dann nicht an, was es dann geworden ist. Upsala. Jetzt, also manchmal gehen mir diese Lags momentan echt auf den Keks. Was ist das denn jetzt hier wieder? Manchmal nervt mich das wirklich ein bisschen. So, haben wir irgendwas gekriegt davon? Königliche Effizienz in der Administrativtechnologie. Das ist eigentlich ziemlich cool. Venezianisch für 100 Diplo. Nehme ich, glaube ich, gerne mit. Für uns auf jeden Fall eine sehr nette Sache.
jetzt will der Klerus natürlich wieder eine Provinz haben. Öffne doch einfach Spiel. Öffne doch einfach in dieser Situation hier dieses Fenster. Das macht es wesentlich einfacher. Das ist hier Wein. Getreide. Wir nehmen Welsh Bern. So, und ich bin jetzt angeblich mit der Flotte überm Limit, oder was habe ich da eben so erspäht? Nee, ne? Irgendwas habe ich hier eben erspäht. Doch. Ach so, weil ich Schiffe baue, bin ich dann überm Flottenlimit. Jo, das ist aber okay. Das lässt sich aber einfach mit Gebäuden beheben, ne? Dann bauen wir nämlich mal einfach hier so ein paar. Bauen wir einfach so ein paar Werften, dann können wir wieder mehr Schiffe haben. Ulm schloss auch ein Militärbündnis. Mit denen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil Ulm nämlich auch verbindet mit Elsass. Wenn ich die als vollberechtigten Partner mit reinrufe, dann holen die noch das Elsass mit dazu. Das ist eigentlich okay. Das Elsass macht mir nichts aus. Eroberung oder Zwangskonvertierung? Kriege ich einen Stabilitätshit, wenn ich dich mit reinrufe vollwertig? Nicht wirklich, ne? Wird in diesem Krieg als Kriegsverbündeter gesehen. Sie können ihre eigenen Verbündeten rufen. Ulm hat folgende Verbündete. Elsass. Wir machen das mal so. Genau, der Stabilitätshit, der wäre auch echt fies gewesen, ne? Pass auf, wir machen die Armee einmal halb. Dann läufst du schon mal direkt hier rüber. Dann läufst du mal hier hin. Wir laufen direkt nach Regensburg und dann weiter nach Ulm. Guck mal, die haben das Elsass. Doch, die haben das Elsass mit reingerufen. Okay. Ravensburg haut natürlich sofort mit allen Truppen ab, ne? Ist klar. Das ist der nächste Kandidat nach Urbino Memmingen, ne? Geilomat. Okay, dann laufen wir bitte so rum. Halt schon echt scheiße, wenn man nicht mal mehr von der eigenen Festung zur Festung des Gegners laufen kann, ne? Wenn das halt mal nicht behindert ist, dann weiß ich es auch nicht. Sorry für diesen dämlichen, für dieses dämliche Schimpfwort an dieser Stelle, aber es fällt mir gerade auch nichts Besseres dazu mehr ein. Bitte. 4 Manöverpunkte hast du auch. Hä? Was? Wie? Nee, läuft doch, ne? Du hast gerade den falschen annektiert, Kollege. Du kommst aus Dithmarschen zurück.
Was ist das hier denn wieder jetzt für ein Mist? Rivale, bla bla bla. Ja, Salzburg bitte entlassen, Bayern. Vielen Dank, das hast du gut gemacht. Mein bariovarischer Freund. Okay. Muss man gerade gucken. Elsass und Ulm sind noch motiviert, obwohl Ulm ja nichts mehr hat, ne? Ravensburg ist am Ende. Hier erlaubt Untertanen übertragen, aber das ist eigentlich Käse, ne? Ah, egal, komm. Wie sieht das eigentlich hier mit der Institutionenverbreitung oder so? Das dauert ja noch 100 Jahre. Da müssen wir mal direkt nach den Erlassen gucken. Ja, wobei, warte mal, das ist hier eigentlich noch genau richtig mit diesem Autonomieerlass, ne? Albanien können wir zum Staat machen, das ist ja witzig. Dann würde sich das auch für einen solchen Erlass anbieten, aber Albanien als Staat sehe ich auch noch nicht so ganz, weil da sind sehr schlechte Provinzen hier jetzt, ne? Also jetzt nichts gegen Albanien. Ich finde Albanien ist ein klasse Land, aber wir haben nichts davon. Versuchen wir gerade hier in einem Separatfrieden zu gucken. Religion erzwingen, Kriegsreparation und gib mir doch dein Geld. So, wir konvertieren noch ein bisschen, weil wir sind da so super schnell, dass sich das für uns dicke lohnt. Super. Ulm ist wieder katholisch, das ist doch mal was. Damit ist dieses Religionszentrum auf jeden Fall weg, ne? Was ist das da jetzt? Religion in Bayern wird zu protestantisch kommen. Ah, so, weil das hier in Böhmen eins ist, ne? Ja. Im Idealfall fordere ich das noch von denen und konvertiere das Ding dann nachher, damit dieses Zentrum wieder weg ist, ne? Versuche dann diese ganzen religiösen Zentren hier zu unterminieren. Memmingen, du willst nicht, ne? Ich kann die Reichsstadt widerrufen, aber das bringt nichts. Das mit diesen Städten verstehe ich noch nicht so ganz. Ebenso wenig verstehe ich auch, warum die dann irgendwie als Fürsten gehandhabt oder gezählt werden. Aber dann soll mir das erstmal so recht sein. Jetzt gehen wir nach Friaul und wir wollen die Festungen einmotten. So, jetzt muss ich noch was überlegen. Ich habe, glaube ich, was vergessen. Nämlich, ich wollte gerne diese
diese Papste oder diese, wie nennt man das hier, ne, diese Entscheidung haben, wo man, ja, kein Anführer bitte, wo man die verbesserte Regeneration der Mannstärke bekommt. Das hätte ich gern gehabt. Habe ich dummerweise jetzt vercheckt. Ist leider blöd. Hier die zwei Koggen, die müssen bitte noch da hoch. Haben wir da oben 9 Stück. Mir die 9 Regimenter mal dahin stellen. Wird deine Unabhängigkeit von irgendjemandem garantiert? Nee. Bei dir auch nicht, ne? Ja, ich glaube, das machen wir. Nehmen wir mal die 10 Stück mit nach Kreta. In die Ägäis. Du kommst mit aufs Schiff. Dir erklären wir den Krieg. Du kriegst noch einen Anführer. Und dann geht's mal los. Und dann holen wir uns jetzt erstmal hier vom Papst. Ah, ne, habe ich schon. Verfügt nicht über. Okay, gut, ich habe das schon. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Alles nice and easy. Ach, guck mal, da wäre noch eine Kogge gewesen. Ey, Salzburg, du solltest mich etwas mehr mögen. Du verdankst mir, dass es dich gibt, ne? Ah, Kreta zählt als Gebirge, interessant. Weltsperren und Venedig bekommen bitte nochmal so einen Tempel. Walachei wurde annektiert. Das Regimentscamp, das schenken wir uns mal noch. Ja, Frankreich hat Nevers wieder annektiert. Super. Supi. Wir beschleunigen das, glaube ich, noch ein bisschen. Oh, warte, und während ich noch hier Dingens kann, mache ich auch Dingens. Die albanischen Nationalisten sind nachher alle weg, sobald ich das Ding hier effektiverweise. Aber warte mal, wo ist denn dein Hafen? Ach, der ist da unten. Ah, ich verstehe. Habe ich ja von der falschen Seite angegriffen. Ja, doof, ne? Beziehung mit Magdeburg verbessern wir mal bitte auch noch. Jo. Okay, die Osmanen haben sich da schön was vollgesaugt. Ah, was machen wir in Linz?
Gehört noch keinem Stand an. Ich finde Grundmannstärke ansonsten gut, aber Grundsteuer bringt auf jeden Fall erstmal mehr Geld. Schlechtes Eisen ist ausgelaufen, das ist super. Wir kriegen 20 Punkte Prestige, da warten wir noch ein Sekündchen. So, endlich haben wir mal eine Flotte vernichtet. Wow. Hast du noch Geld? Du hast sogar noch Geld, ne? Nehmen wir direkt mal mit. Neuen Kontrolleur der Kurie. Ich kore Kreta, weil ich hätte halt schon ganz gerne hier. Ich hätte schon ganz gerne hier die Möglichkeit. Oder warte mal, ich kore es vielleicht mal noch nicht. Wartet mal gerade. Ich kore für 72. Ich kann es natürlich auch noch an Byzanz abtreten, ne? Ist ein Vasall von Mamelukenreich. Ja. Muss man gerade die Provinzen hier checken. Da gibt es halt schon einiges, was hier gehen könnte. Ja, ne, Mekka und Medina. Wenn wir die beiden, also wenn wir Mekka noch kontrollieren, das wäre halt schon mega, ne? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Weg über Zypern gar nicht so doof wäre. Da muss ich aber gegenüber den Mamelucken, ne? Spionieren. Ich core das Teil nicht. Ich gebe das an Byzanz ab. Und zwar in dem Moment, wenn ich den Johannitern den Krieg erkläre, was ich jetzt gleich machen werde, nächsten Monat. So, Waffenschild mit den Osmanen wurde beendet. Das ist auch schön. Warte mal, hey. Moment, wo? Lauf doch mal darüber. Jetzt baut er da weitere Truppen, ne? Das ist natürlich doof. Ich muss mal gerade Militärtechnologie checken. Ja, wir können da nochmal durchballern, ne? Wow. Riazan ist bankrott gegangen und Moskau zahlt 10% seiner Einnahmen an Dingens. An Litauen und Polen. Tja, ich würde mal sagen, Württemberg bekommt eine Provinz mehr, ne? Was haben wir hier?
50 Diplomacht verlieren und wir haben dann mehr bessere Meinungen bei Hamburg, ne? Mhm. Thüringen. Mein Freund. Du wolltest auch Sachsen wieder freilassen, oder? Wir brauchen 3 Artillerie. Okay. Wir haben 10 Regimenter. Wie viel brauchen wir? 12, ne? 11, okay. Dann weißt du was? Dann lass mal die Galeeren hier. Und du holst mal gerade noch ein paar Regimenter ab da hinten. In Venedig. Dann ist die Hälfte davon entlangt, ja. Okay, aber indem wir Leipzig freigelassen haben, müsste Sachsen wieder existieren, was es tut. Wollen wir uns mal gerade ein paar Steuereinnahmen geben? Ich weiß es nicht. Okay, Bürger erlangt 10 Einfluss, gewinnt 15 Loyalität und wir haben bäuerliche Regimente in der Steiermark und in der Ostmark. Oder wir verlieren Geld. Was jetzt echt kein Problem wäre. Das ist doof, wenn die Einfluss gewinnen, aber ist okay. So, dann kommen wir wieder daher. Wir machen das mal gerade ein bisschen schneller. Das Magdeburg holen wir mal zurück. Ich schicke die mal schneller drauf. Der Brabant Hanskopf, der lebt auch noch, ne? Goldenes Zeitalter für die Mummies. Böhmen hat Sachsen den Krieg erklärt. Ey, Böhmen, du bist ein Assi. Kann doch nicht sein, dass ich sie gerade dazu zwinge, frei zu lassen. Und dann gehst du halt hin und, okay, gut, das mit Böhmen wird sich bald haben, ne? Aber, Alter. Ich muss unbedingt diesen Krieg hier beenden, damit ich den Sachsen ein paar Konnotiere andrehen kann. Prestige für Geld ist immer gut. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt mittlerweile auch bald. Wir müssen bald schon Prestigeaufbau haben, ne? Bald gar kein. Oh, warte mal, da fehlt wieder ein Reis. Ah, ich muss Sachsen wieder das Stimmrecht geben, ne? Scheiße. Ist doof, wenn ich das jetzt Sachsen gebe. Haben wir noch. Gibt es einen Regierungsformen? Ja, gibt es. Okay, pass auf, wir nehmen mal Theokratie. Da, was wäre denn dann noch möglich? Utrecht wäre noch ein möglicher Kandidat. Dann kommt aber gerade aus Salzburg zurück.
Dann gebe ich Utrecht nämlich noch gerade das Stimmrecht. Schwache Kurfürsten sind genau mein Ding. Also jetzt aus reinem Machtkalkül, ne? So. Wir kommen unserem Ziel der Eroberung Jerusalems näher. Da kann so ein Schluck norddeutsches Bier nicht schaden, oder? Naja, der Deutsche Orden kam ja teilweise auch daher. Ja, Thüringen will ich noch das Vogtland von dir fordern, dann kann ich immer noch den Krieg erklären und Sachsen wieder eine Provinz geben, beziehungsweise Sachsen eine Provinz entlassen, ne? Weißt du was, ich mach das sogar. Ja, ist okay. Ich weiß, aber ist okay. Passt. Du kommst mal von den Mummies zurück. Baden tritt Breisgau in die Schweiz ab. Klar. Ich fordere immer. Ich weiß, das kostet alles Reichsautorität, aber vergesst nicht, Leute, wir kriegen tolle Kriegsgründe dafür. Noch ein Jahr, Leute, noch ein Jahr. Aragorn macht einen weißen Frieden mit Portugal. Das wäre genau der richtige Moment, dass die Königin stirbt, ne? Oh Leute, echt, ey, 53, komm, ey, Nippel ab. Komm, das Leben hat doch keinen Sinn, Junge. England tritt Labor an Kastilien ab. Aragorn zahlt 50 Dukaten an seine Verbündeten. Sie erzählen von ihrer erfolgreichen Bildung einer Personalunion mit Aragorn, das jetzt wieder vom König von Kastilien regiert wird. Ja, schön. Ich erinnere nur nochmal, wir haben nur eine Staatsehe mit denen, ne? So, wer ist hier oben nochmal der Giftzwerg? Weiß ich, Mecklenburg ist halt so ein Giftzwerg, ne? Komm, Pommern ist auch ein Giftzwerg. Mecklenburg, ich vergesse es immer. Boah, Böhmen, du Assi. Hol den Typen aus England zurück. Ich fordere trotzdem Leipzig. Ich weiß. Es ist nicht so sinnvoll jetzt hier, aber wer weiß, wann wir diesen Kriegsgrund nochmal brauchen können. Dann machen wir noch gerade die Johanniterflotte fertig. Elsass findet uns cool. So. Lotte ist platt. Gib mir nur all dein Geld. Byzanz. Oh Gott, nee, ich muss das über dieses Menü machen. Alles klar. Provinz zusprechen. Bitte einmal Rhodos. Und bitte einmal Kreta. Wir haben 32% Überdehnung. Echt so viel? Naja, gut. Jetzt nicht so schlimm, wie ich finde, aber gut. Wir müssen jetzt mal gerade gucken.
Ja, klar, wir haben Eroberungskriegsgrund gegen Byzanz, bla bla bla. Wenn ich dir den Krieg erkläre, dann macht der Jemen noch mit. Wo ist denn der Jemen? Der ist irgendwo da, der ist da unten, ne? Ich will ja nur Zypern haben, das ist eigentlich okay. Die Mamelucken haben 14 Schiffe. Davon, ja, das ist eigentlich gerade eine sehr günstige Situation, ne? Zumindest um Zypern zu erobern. Gehen die jetzt alle zum Reparieren? Ich habe keine Ahnung. Okay, nee, warte, wir machen es ein bisschen anders. Dann sammeln die mal ein. Wir fahren hier rüber. Ah, die Standmodifikatoren laufen jetzt alle ab. Super. Gerade die Galeeren segeln damit einmal hier unten rum. Und dann fahren wir mal ganz schnell mit den zwei Schiffen hierhin zurück nach Byzanz. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Wie viel gefallen habe ich bei die 28? Ja, ich glaube, dann werde ich die zur Mobilmachung aufrufen, weil ich brauche die definitiv hier im Krieg gegen ich brauche die definitiv hier im Krieg gegen Böhmen, ne? Also ich will halt auf jeden Fall, dass die in diesem Krieg mitmachen. Also es muss nicht sein. Also sie müssen auf jeden Fall da mitmachen. Wobei, dann haben wir zwei Großmächte hier, ne, in diesem Konflikt drin. Also zumindest vielleicht die Chance, sie nachträglich nochmal reinzurufen, weil ich bin jetzt natürlich hier drüben erstmal. Ich bin jetzt natürlich erstmal hier drüben ein bisschen gegen die Mamelucken gebunden, ne? Wir müssen mal gerade gucken. Vier Regimenter können wir abziehen. Die Mamelucken haben schon noch was an Truppen. Der Jemen macht natürlich auch mit. Das ist natürlich auch nochmal so ein Problem. Ich glaube, die Provinz, die bekomme ich relativ easy. Können wir Syrien freilassen? Boah, ey Leute, wir könnten hier unten. Wir könnten Tarabulus al-Scham katholisch konvertieren und ein katholisches Syrien freilassen. Dann kommt der Begriff Christianisierung eine ganz neue Bedeutung. Aber ihr wisst natürlich, ich habe es hier auf, ich habe es natürlich auf Jerusalem abgesehen. Aber einen Kreuzzugmodifikator haben wir nicht drin, ne? Der Triumphzug, königliche Effizienz, annektierte Untertanen, Kardinaladministration, päpstlicher Bestrafungskrieg, blühende Rüstungsindustrie. Uniformitätsakt, Einwanderer aus Byzanz, Zentralisierung Österreichs, Reichshofrat und Heretico Comberto Act oder wie auch immer der heißt. Wie heißt der? De Heretico Comburendo Act. Das ist mega gut, ne? Also wir können auch noch ein paar Söldner hier aufstellen. Vielleicht auch gar nicht so doof. Ne, wir müssen halt irgendwo, hier müssen wir halt landen. Das ist nicht so einfach. Die Mamelucken werden da natürlich genauestens drauf wachen, dass wir da nicht so einfach an Land gehen können.
Wie lange hält das Ding? 57 Monate, das reicht aber für den Krieg gegen die Mamelucken, denke ich. Boah, ey, wir haben auch so viel Militärmacht, ne? Wir können uns auch noch locker hier einen neuen General würfeln. Ich kann die Festung ausmachen, da kommt ja keiner zu mir. Ah ne, warte, ich will ja noch hier gegen, ich will ja noch hier gegen Böhmen kämpfen. Wir sind auch eigentlich an zu vielen Fronten unterwegs, ne? Ja, wir müssen mit der Pfalz noch die Beziehungen verbessern. Ich will auch von der Pfalz gewählt werden. Und es würden halt so viele das schon unterstützen, aber ich habe diese 50 Reichsautorität halt nicht. Weil ich halt eben 5 heretische Fürsten im Reich habe. Das ist irgendwie witzig. Ich kann das aufrufen, aber dann ist alles ausgegraut. Hä? Es sind sogar 2, interessanterweise. Oh, Mecklenburg, du willst Land zurückgeben. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Auch das muss ich fordern, weil ich muss Friesland auf jeden Fall den Krieg erklären, damit die Gelder wieder freilassen. Wie groß ist die... Oh, das ist eine große Festung auch wieder, ne? Ah, da sind seine Schiffe. Bleibst dann bitte hier in der Nähe stehen. Und wir rufen dich auf jeden Fall in den nächsten Krieg mit rein. Ein kurzer Cut an der Stelle, wir sind gleich wieder da. Stopp, bevor ich diesen Cut mache. Schicken wir noch eine Beleidigung an die Osmanen, weil wir wollen die Machtprojektion haben. Hahaha. Und ich werde auch wirklich bald wieder den Osmanen den Krieg erklären müssen. Das Gute ist, ich habe den Mamelucken ja den Krieg erklärt. Und die sind ja auch meine Rivalen. Es ist mit Machtprojektion spielen. Macht eigentlich, also es gibt, es macht echt extrem Laune, wenn man Kaiser ist. Es macht auch mega Laune, wenn man in Italien spielt, weil hier unten die Provinzen alle so super entwickelt sind und man kann sich mit kleinen Provinzen so super aufbauen. Und dadurch einfach nur mega viel Macht generieren. Ach, ich muss ja auch hier noch den Reichsbannkriegsgrund gegen die Provence durchsetzen, sehe ich auch wieder. Ja, okay. Oder warte mal. Doch, erklärte Mamelukenreich den Krieg. Oh, Leute, wisst ihr was? Ich habe einen Fehler gemacht. Fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Ich hatte doch Kreta. Und ich hätte... Und ich habe es vergessen. Ich hätte den Heiligen Kriegsgrund nutzen können gegen die Mamelucken. Scheiße. Das wäre natürlich geiler gewesen. Ich habe es nochmal verkackt, ne? Jetzt muss ich Diplomacht ausgeben. Es ist okay, weil wir noch ausreichend Diplomacht haben. Aber es wäre einfacher gewesen... Wir hätten es leichter haben können, ne? Ah, das tut echt so ein bisschen weh gerade, ne? Ja. Ja, shit, ne? Okay, gut, aber dann weiß ich jetzt Bescheid. Also da muss ich, ne, muss ich jetzt hier abspeichern in meinem Schädel und unbedingt dran denken, dass ich da das nächste Mal drauf aufpasse. Das ist ganz wichtig. Du musst übrigens nicht im Krieg heimkehren. Und du wirst auch den Handel in Venedig schützen.
Und ich checke nochmal. Ich habe wieder zu viele Schiffe. Hier, diese Provinzen sind prädestiniert, um da, weil, warte mal, Korfu nicht unbedingt. Aber diese Provinzen hier, Albanien ist prädestiniert dazu, um Schiffswerften zu bauen. Relativ niedrige Entwicklung, keine akzeptierte Kultur, da kann man das gut machen. Gut, okay. Kurzer Cut an der Stelle jetzt. So, ich bin wieder zurück und habe jetzt nochmal ein paar historische Hintergrundinfos im Gepäck, über die ich mit euch noch kurz reden möchte oder von denen ich euch noch kurz erzählen will. Ich habe ja gesagt, ich werde versuchen, die Renovatio Imperii hier herzustellen. Und das ist natürlich mein ganz großes Ziel. Momentan befinden wir uns aber eigentlich noch bei den Reichsreformen. Reichsreformen, warum die Mehrzahl? Weil nämlich, und das ist ganz schön gemacht hier bei diesem Spiel, diese, Moment mal, vielleicht ein Kriegsgegner, die Reichsgebiet halten, ohne Mitglieder des Helden. Also, okay, gut. Das ist sehr interessant, weil dieses Spiel ja sehr akkurat ist, wenn es um die Umsetzung historischer Entscheidungen geht und man sich darum bemüht hat, dass geschichtlich hier relativ genau wiederzuspiegeln. Besonders interessant hier in dem Zusammenhang ist eben die Durchführung der sogenannten Reichsreformen, die so im 15. und 16. Jahrhundert anzusetzen sind und die hier unter Reichsregiment, Hofgericht und gemeiner Pfennig sowie ewiger Landfriede zusammenfallen. Das sind alles vier Bestandteile einer übergeordneten Reichsreform, die eigentlich angestrengt wurde, verschiedene Aspekte, Problemfelder der Reichspolitik versuchte aufzugreifen. Jetzt heute wird es ausnahmsweise mal wirklich ein bisschen österreichischer, weil das viel mit den Habsburgern auch zusammenhängt. Also wie gesagt, es sind alles vier Maßnahmen, die man versucht hat, in einen Katalog einer größeren Reichsreform zu kleiden. Insofern könnte man eigentlich nur sagen, dieser Begriff Reichsreform, der müsste eigentlich eher hier am Ende hinter dem ewigen Landfrieden als solcher stehen. Aber ich glaube, man hat sich hier mit diesem besonderen Kriegsgrund etwas anderes gedacht und das versuche ich jetzt auch mal kurz zu erklären. Also, was haben wir für ein Problem im Reich? Ich schließe das mal hier ganz kurz. Und ihr seht es nochmal hier, man sieht es halbwegs akkurat, es ist ein großer Flickenteppich. Das kennt ihr, dieses Wort Flickenteppich kennt ihr bestimmt aus dem Geschichtsunterricht. Und da fallen halt, ja, zu diesem Flickenteppich gehören halt viele verschiedene Dinge. Eben zum Beispiel das Problem einer gemeinsamen Außenpolitik. Es gibt in diesem Reich keine einheitliche Außenpolitik. Wer soll das denn machen? Der Kaiser? Okay, gut. Sagen wir, der Kaiser macht das. Der Kaiser reist als Vertreter nach Frankreich und möchte dem französischen König klar machen, er möchte doch bitte einige Besitzungen wieder zurückgeben. Das macht der König von Frankreich sehr wahrscheinlich nicht, weil er die einfache französische Frage in dem Zusammenhang stellen könnte. Wer spricht? Französische Frage als wer spricht? So ein bisschen aus der Soziologie entlehnt, aber sagen wir mal hier wirklich, wer spricht denn da? Spricht da nicht vielleicht der habsburgische König? Also der, ne? Spricht da nicht vielleicht der Herrscher von Österreich und Ungarn? Spricht da nicht vielleicht, oder sagen wir mal, spricht da nicht ein König von Bayern? Oder spricht da vielleicht ein König von Böhmen? Wer spricht denn da überhaupt? Spricht da das Reich? Das Reich spricht insofern nicht, weil das würde ja voraussetzen, dass, sagen wir mal, so ein Herzogtum, ein Fürstentum, ein Königtum wie Hessen, ein Bistum wie Köln, dass die halt den Kaiser mit einer gewissen
Befugnis ausstatten, als ihr Repräsentant quasi gegenüber dem französischen König zu agieren. Das macht der Kaiser aber nicht. Das kann der Kaiser gar nicht machen, weil er gar nicht diese Verfügungsgewalt hat, gegenüber, jetzt sagen wir mal, dem Bistum von Köln, dem Bischof von Köln zu sagen, du, hallo, komm mal her. Der französische König findet das irgendwie doof, was wir hier vorhaben. Der will seine Gebiete nicht rausrücken. Stell mir doch mal gerade irgendwie 10.000 Mann bereit, um hier Krieg führen zu können. Und dann sagt der Erzbischof von Köln, bist du denn bekloppt? Wenn ich das mache, dann kommen die Trierer und steigen mir aufs Dach. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ne, also man könnte das ja so erstmal sehen. Und in diesem Moment würde dann wahrscheinlich der österreichische König sagen, ah ja, stimmt, okay, gut, dann, ja, sorry, dann muss ich jemand anderen fragen, so nach dem Motto. Der Kaiser ist, er ist natürlich erstmal König im eigenen Land, er hat diesen erhabenen Herrschertitel für, ja, wir haben ja schon viel davon gesprochen, was dieses Prestige dieses Titels auch ausmacht. Und er hat natürlich eine herausgehobene Stellung eben aufgrund der Tatsache, dass er hier für das Reich Christi spricht, ne, in heilsgeschichtlicher Erwartung. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass das wie in der Bundesrepublik ist, dass diese ganzen kleinen Reiche ja alle Kompetenzen abtreten an eine höhere Regierung, die dann quasi auf einer Bundesebene regiert oder hier einer Reichsebene regiert. Ihr seht schon, ne, es gibt gewisse Parallelen zum Föderalismus in der heutigen Bundesrepublik, aber man sollte das nicht unbedingt gleichsetzen. Ne? Also, was kann der oder wo wird denn so eine Situation zum konkreten Problem? Und da muss man auch einfach sagen, diese Situation wird dann besonders knifflig, wenn das Reich von außen bedroht wird oder wenn das Reich von innen bedroht wird, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit den Hussitenkriegen im ausgehenden 15. Jahrhundert. Oder zur Zeit der Reformation, wenn das Reich vor einer religiösen Spaltung steht, dann fehlt einfach eine Zentralgewalt, die in der Lage wäre, ordnend einzugreifen oder ähnliches. Geschweige denn, und das ist vielleicht so ein Kernbegriff, den man in dem Zusammenhang immer wieder mal hört und den wir uns vielleicht mal klar machen sollen, was das bedeutet, die Reichsunmittelbarmachung, also ist, wie mache ich denn überhaupt, sagen wir mal, wenn wir uns so eine Stadt mal angucken, hier wie Nürnberg, das ist ja insofern historisch ungenau, weil das ist ja alles Stadtgebiet hier. Aber Nürnberg selbst, auch als freie Reichsstadt von mir aus oder so, besteht aus ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen verschiedenster Territorien mit unterschiedlichen territorialen Ansprüchen. Da ist Kirchenbesitz dabei, da ist natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen fürstlicher Besitz dabei von allen möglichen Ecken und Enden. Wie will ich denn jetzt jemandem, der im Umland von Nürnberg ein Kloster betreibt, sagen wir mal, wie will ich dem denn klar machen, hallo, du zahlst jetzt bitte mal Reichssteuern, wir müssen gegen die Hussiten kämpfen. Also der muss ja irgendwie erstmal mitbekommen, dass es mich als Kaiser jetzt hier als Beispiel überhaupt erstmal gibt. Klar bekommt er natürlich irgendwie mal mit, weil man weiß ja schon so, wer der Kaiser ist oder so, aber an welchen Punkten merkt er das denn? Der merkt das allerhöchstens dann, wenn er irgendwie ein großes Heer in seiner Nähe sieht oder so. Ne? Ansonsten merkt er das ja eigentlich gar nicht. Es gibt keine Reichsunmittelbarkeit. Ich kann dem als Kaiser nicht befehlen, was er im Namen des Reiches zu tun und zu lassen hat. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, immer in Zeiten der Krisen. In Zeiten der Krisen sind dann aber tatsächlich auch mal wieder Situationen, wo solche Schwierigkeiten dann eben überwunden werden können. Jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem. Eben weil das so ist, sind die Kaiser im Reich immer dann stark, wenn sie natürlich eine starke Hausmacht haben. Also Hausmacht hier, wenn sie einen starken eigenen Besitz mitbringen. Wenn sie, sagen wir mal, wenn sie eben über ein großes eigenes Gebiet befehligen. Auch hier ist es natürlich alles wieder historisch ungenau, weil diese ganzen Grafschaften und so, das ist alles zersplittert. Da gibt es viele kleine Enklaven. Da haben andere Herrscherhäuser genauso Besitz drin wie die Habsburger auch. Das sind keine Territorial- und Flächenstaaten eines zusammenhängenden Staatsgebietes, sondern das sind alles kleine Bröckchen, die dann da regiert werden. Ne?
Aber je stärker diese Hausmacht eben ist, die ein Kaiser mit sich bringt, desto stärker kann er natürlich versuchen, das Reich irgendwie zu beeinflussen oder Reichspolitik zu betreiben, auf einer übergeordneten Ebene Politik zu machen. Das kann der aber natürlich nur, wenn der selbst schon einen relativ großen Besitz mitbringt oder einen relativ starken Besitz. Da sind die Habsburger natürlich stark drin, weil die Habsburger einfach viel Besitz haben. Da sind die Habsburger natürlich stark drin, weil der Maximilian der Erste die Maria von Burgund heiratet und deren burgundisches Erbe antreten kann und dass er natürlich gegenüber den Franzosen verteidigen muss. Dann hat er natürlich ein Interesse daran, dass das Reich gestärkt wird, weil je stärker das Reich, desto schwächer die Position des französischen Königs. Aber in Frankreich wiederum ist die Position des französischen Königs eine ganz andere als die der Habsburger, sagen wir mal, von Maximilian dem Ersten eben im Reich. Weil das französische Königreich wird schon zu diesem Zeitpunkt viel, viel stärker zentralisiert, viel stärker zentral regiert, als das im Heiligen Römischen Reich der Fall ist. Man sieht das heute immer noch. Alle wichtigen Entscheidungen fließen in Frankreich heutzutage, auch da, ne, historische Parallelen, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber in Frankreich fließen alle wichtigen Entscheidungen in Paris zusammen. Was in Paris passiert, bestimmt, was in Frankreich passiert. Wo wird die Freiheitsstatue gebaut? In Paris natürlich. Ne? In Frankreich passiert alles Wichtige, passiert in Paris. Und im Reich ist es halt anders. Da wird mal hier ein Kaiser gekrönt in Aachen, da wird mal ein Kaiser hier gekrönt in Rom, da wird mal hier eine neue Religion ausgerufen in was weiß ich wo, Quetschen-Mumbach oder so, oder von mir aus Hoppstetten-Weiersbach, keine Ahnung. Ne? Also in diesen ganzen, da ist alles viel dezentraler organisiert und diese Reichsreformen, die hier beabsichtigt werden, die zielen darauf, eben stärker eine Reichspolitik betreiben zu können. Und ganz, ganz wichtiger Befürworter dieser Reichspolitik ist zum Beispiel eben der Maximilian I. 1477 will der die Reichsreform wieder, er will die Reichsreform wieder beleben. Die Frage ist natürlich, macht er das jetzt im Sinne des Reiches oder macht er das, weil er seine eigene Hausmacht schützen will? Kann natürlich auch sein. Ich habe ja eben schon so ein paar Punkte genannt. Ne? Also Maria von Burgund, ne? Burgundisches Erbe, haben wir nicht gekriegt, aber hätte können Sinn. Oder eben die Verteidigung gegen die Osmanen. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ihr seht, es ist eine komplizierte Sache. Ich versuche in den nächsten Parts auch so ein bisschen diese juristischen Punkte so ein bisschen aufzubrechen. Das ist leider natürlich das, was vom Mittelalter übrig geblieben wird, sind diese ganzen juristischen Sachen. Die kennt man heute halt noch, weil das alles schriftlich festgehalten wurde. Sowas bleibt eher bestehen als die Frage, wie die Leute damals gelebt haben, weil die das in der Regel nicht unbedingt aufschreiben oder teilweise nicht aufschreiben. Sondern was halt interessiert, sind halt Fragen von Gebietsherrschaft und so weiter und so fort. Wir sind nach wie vor noch immer gut aufgestellt mit 64 Reichsfürsten. Also witzig hier, das Ding, was die Reichsautorität generiert, sind eigentlich die Faktoren, die dazu führen, dass die Reichsautorität eher schwach ist. Ne? Also das ist wieder hier sehr merkwürdig umgesetzt. Ich find's aber nicht schlimm. Also ich meine, in vielen Aspekten ist dieses Spiel sehr, sehr, sehr genau. Und das ist schon was Einzigartiges auf jeden Fall. Also nach wie vor einer meiner absoluten Lieblinge. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich freue mich auf euch und sage macht's gut bis dahin erstmal. Wir werden im nächsten Teil wieder ein bisschen über die Reichsreformen reden. Wir werden Krieg gegen Böhmen führen und gleichzeitig noch Krieg gegen die Mamelucken. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, grüß Gott und Pax Vobiscum, Valete.